Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und PlayerGet. Und in der heutigen Folge werden wir uns mal wieder mit dem Clankrieg beschäftigen. War ja schon länger nicht mehr auf dem Kanal. Deswegen würde ich sagen, fangen wir auch mal gleich an. Es steht gerade 18 zu 19, aber wir haben jetzt 8 Angriffe genutzt und der Gegner 19 mit 13 Angriffen. Das heißt, wir sind etwas im Vorteil. Ich will mal gucken, was ich in der Clanburg bekommen habe. 2 Hexen Level 2 und 6 Bogenschützen. Oh, das müssten wir eigentlich hinbekommen. Ich habe eigentlich vorgehabt, die 5 anzugreifen. Aber bevor wir die 5 angreifen, die Batman-Base, werden wir uns andere Verteidigungen angucken. Und ich werde das Ergebnis vorher rauscutten, damit es spannend bleibt, was es geworden ist. Ja, genau so wollte ich sagen. Also bis gleich. Der erste Angriff war von denen hier. 130 Bogenschützen Level 3 und ein Blitzzauber. Naja, auf der Base hat man nicht besonders viel gebraucht, wenn man ehrlich ist. Es kamen Loons raus. Okay, Loons Level 6. Ja, die haben mich beim ersten Angriff total angepisst, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja einen Radius Level 10er angegriffen. Ja, die Inferno-Türme haben mich auch ein bisschen angekotzt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Inferno-Türmen, aber wir gucken uns meinen Angriff gleich an. Im Übrigen, falls ihr gemerkt habt, im Hintergrund ist es nicht hell, weil es gerade 11 Uhr ist. Abends natürlich. Und deswegen, ich nehme zum allerersten Mal so spät COC auf. Ich habe mal um 11:30 aufgenommen, das war das späteste. Mal gucken, ob wir den Rekord irgendwann brechen werden. Klare 100% war ja auch relativ easy. Wie haben wir hier sogar direkt einen Live-Angriff? Hätte ich nicht gedacht, dass wir dies sogar noch bekommen. Okay, mit Schweinereitern versucht erstmal die Clanburg rauszulocken. Okay. Eventuell sogar noch versucht, eine Luftabwehr kaputt zu machen, aber hat nicht so gut geklappt. Jetzt ist da ein Drache. Er versucht mit dem Drachen erstmal die Loons kaputt zu machen. Das klappt allerdings nicht so gut. Na egal. Die Loons können ja nichts machen, wenn man nur mit Drachen an... Warte mal, was? Ach, ich dachte schon gerade, wo sind die ganzen Drachen? Jetzt hätte er nur einen Drachen mitgehabt oder wie? Aber jetzt, er hat einfach von der anderen Seite angegriffen. Das Rad, das wird wahrscheinlich fallen. Momentan ist da nur ein Bogenschützenturm, der dem Drachen Angst macht, aber ja. Lockere 2 Sterne werden es. 3 weiß ich nicht ganz genau. Er hat noch einen Wutzauber und einen Heal. Den Heal würde ich langsam setzen. Ja, den Heal... ein bisschen zu spät. Ich weiß nicht, aber ich schätze mal nicht, dass es 3 Sterne werden. Der 9. auf den 12. Lockere 2 Sterne sind es geworden. Mehr weiß ich nicht, glaub nicht. Aber ein Wutzauber hat er noch zur Verfügung. Eine Luftabwehr auf Level 4 lebt noch. Das kann spannend werden, das kann spannend werden. Okay, er versucht jetzt einen Wutzauber hier hinzusetzen. Bogenschützenturm hat er kaputt bekommen. Leider ist der eine Drache da noch am Leben. Naja, was ist hier leider? Aber leider fliegt er nicht in den Wutzauber rein. Das ist das Problem an der Sache. Ja, das ist bitter. Da leben noch 3. Ja. Das Problem ist der Luftfeger hier. Der Luftfeger, der hat mich wirklich überzeugt, dass der gut ist. Jetzt nach den ganzen Angriffen, was ich hier gesehen habe. Aber es hat sich doch Supercell was Schönes einfallen lassen. Aber naja, auf Level 5 werde ich den erst später machen. Komm, Internet. Nicht so lange laden. Okay, jetzt will er den Minenwerfer kaputt machen. Beziehungsweise die Drachen jetzt im Bogenschützenturm. 3 Sterne wären es leider nicht mehr, alleine schon wegen dem Luftfeger, der da lebt. Schade, schade. Der Angriff hatte Potenzial, aber 85%, 86. Schafft er noch die 90? Man weiß es nicht. Man kann nur vermuten. Ne, die 90 wären es leider nicht mehr wegen dem Luftfeger. Der macht ganz schöne Arbeit und fegt den Drachen hier die ganze Zeit weg. Boah, wurden leider nur 2 Sterne. Ja, der Angriff ist noch nicht vorbei, aber ich glaube, man sieht den Ansatz, dass es nur 2 Sterne werden. Der Ballon ist down gegangen, 90% sind es noch geworden und wir werden uns den nächsten Angriff anschauen. Ich würde mal sagen, wir gucken uns einfach meinen Angriff an, wie ich angegriffen habe. Als erstes habe ich versucht, die Clanburg rauszulocken. Hier oben habe ich einen Bogenschützen hingesetzt. Genau jetzt, leider 2, das war nicht beabsichtigt, ich wollte eigentlich nur einsetzen. Da habe ich versucht, die weiter rauszulocken. So, wir machen mal zweifache Geschwindigkeit, damit das nicht allzu lange dauert. Dann habe ich Magier hingesetzt, aber habe gesehen, dass die Magier voll an den Ballons vorbeilaufen und dass die Magier sich gar nicht um die Ballons kümmern. Deswegen habe ich den Hauptangriff hier mit den Golems gestartet. Mauerbrecher hinterher, Magier hinterher, wieder Mauerbrecher hinterher. Dann habe ich irgendwann die Helden gesetzt, genau jetzt. Und dann die Packers, genau wie man Go-Wipe angreifen sollte. Als erstes immer die Golems, dann die Mauerbrecher, immer... Nee, man muss erstmal die Minenwerfer einmal schießen lassen, dann die Minenwerfer, dann die Helden. Nee, Moment mal. Erst Golems, Mauerbrecher, Magier, Helden und dann die Packers. Genauso sollte man Go-Wipe angreifen. Wurden leider nur 2 Sterne. Das lag daran, dass er Inferno-Türme hatte. Diese Inferno-Türme waren noch auf Multi gestellt. Multi ist nicht so der Freund von mehreren Trupps, würde ich sagen.
Ich kenne mich ehrlich gesagt noch nicht aus. Ich habe die Frage, also ich wurde jetzt letztens in den Kommentaren gefragt, ob ich die Mauern auf 9 oder beziehungsweise ob ich die Mauern auf 10 mache, bis ich Raslevel 10 gehe. Das ist jetzt die Frage. Das ist die Frage. Was würdet ihr mir empfehlen? Also ich habe ja jetzt letztens mit dem Flo, wir haben ja miteinander aufgenommen und dann hat er gesagt, dass es jetzt eigentlich keinen Unterschied mehr macht, ob man die Mauern auf 9 oder 10 macht, da der Unterschied nicht mehr groß ist vom Loot her. Wegen Supercell hat das ja nach dem letzten Update geändert, dass man jetzt die gleichen Raterstufen findet und dadurch ist der Loot wieder auf Raslevel 10 so pornös geworden, dass man die Mauern eigentlich gar nicht verbessern muss auf Level 10 auf Raslevel 9. Deswegen, ich überlege, ihr könnt es ruhig entscheiden, denn eigentlich ist der Vorteil, ja, wenn wir vorher auf Raslevel 10 gehen, nur mit Mauern Level 9, dann sparen wir sehr viel Zeit und dann können wir halt Freeze ausprobieren, Golems Level 5, alle Maxed Out. Und wir können Maxed Out Truppen machen und das wäre richtig lustig. Dann können wir 7er Barge haben. One-Click wird dadurch etwas spannender und dann ist die ganze Welt viel besser. Wir machen mal vierfache Geschwindigkeit. 10er und 10er Helden. Okay. Meine sind schon auf 11 und 13. Jetzt, nicht so schnell, nicht so schnell. Zweifache Geschwindigkeit. Die hat einen Fehler gemacht. Er hat erst die Packers gesetzt und dann die Magier, was nicht optimal ist. Waren überhaupt Golems dabei? Wieso? Lieber noble 6, hattest du keine Golems dabei? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das würde mich interessieren. Er ist auf Raslevel 9, weil er seine Schweinereiter auf Level 5 hat. Meine sind im Übrigen auch auf Level 5 geworden. Ich muss sie mal ausprobieren, wie die so sind. Ich habe ja letztens bei Draho Y bei der Angriffsstrategie-Folge die ausprobiert und 12 Schweinereiter haben schon ein Achtel des Dorfes zerstört von den Verteidigungen her. Das war extrem, so extrem. Hier haben wir noch einen Angriff von Frey Wolf. Wir machen mal zweifache Geschwindigkeit. Eine Ho-Y-Angriffsstrategie, wie ich einmal ein Video gemacht habe. Ich war nicht so erfolgreich. Mal gucken, was er hier bringt. Ich würde sagen, die Base ist eigentlich nicht besonders pornös, um mit Schweinereitern anzugreifen. Wie hat man gerade gesehen, die Riesenbomben haben einfach schon beinahe alle zerstört. Weil die Mauern hier weit auseinander sind, da können viele Fallen hinterstecken. Und wenn viele Fallen dahinter stecken, heißt es, dass Riesenbomben hinterstecken. Und wenn Riesenbomben hinterstecken, heißt es, dass Schweinereiter down gehen. Und wenn die Schweinereiter down gehen, dann hat man nicht viele Chancen auf 3 Sterne bzw. 2. Aber mal gucken, was er hier noch gerissen hat. Die Magier haben jetzt hier da die Mauer kaputt gemacht. Er hat da den Heal hingesetzt. Jetzt Barbarenkönig gegen Barbarenkönig. 1 gegen 1. Wer gewinnt natürlich? Wer gewinnt? Der 9er Barbarenkönig. Wer hätte das gedacht? Er kann den Barbarenkönig sogar noch zünden. Kriegt er das Rathaus? Das ist hier die Frage. Das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Nein, Spaß. Das werden wir uns jetzt noch in der diesigen Folge angucken. Er konnte den Barbarenkönig noch zünden, was sein Vorteil war. Und deswegen hat er auch das Rathaus bekommen. Das kann ich jetzt vorab sagen, wenn man das ja schon gesehen hat. Deswegen 52%, 2 Sterne. Das läuft doch. Und ich würde sagen, wir werden jetzt auch selber angreifen. Die Nummer 5 habe ich mir vorgenommen anzugreifen. Sind wir bereit? Teamarbeit. Wir werden das, glaube ich, schaffen. Als erstes werden wir versuchen, die Clanburg rauszulocken. Ich will von da hinten angreifen. Das sieht mir relativ gut aus. Oder von hier, das ist die... Ich würde lieber von hier angreifen. Ist, glaube ich, sinnvoller. Ist wirklich sinnvoller. Aber als erstes mit dem Riesen die Clanburg rauslocken. Ich glaube, hier ging das. Oh. Na dann. Viel Glück, David. So, hier. Jetzt können wir die Golems setzen. Oh, ich glaube, das war keine gute Idee, von dieser Seite anzugreifen. Aber wir werden es einfach mal ausprobieren. Helden hinterher. Packers hinterher. Mauerbrecher hinterher. So, das müsste passen. Jetzt können wir eigentlich schon den ersten Wutzauber setzen. Die Mauerbrecher haben schön in die Mitte weiter aufgeräumt. Die Golems laufen jetzt perfekt rein, was doch relativ gut aussieht. Wir können hier noch ein Wutzauber auf das Getümmel hier in der Mitte werfen. Rathaus ist gerade eben gefallen. Das läuft doch schon mal gut. Barbarenkönig können wir jetzt zünden. Sprungzauber können wir hier rüber machen. Damit die gleich rüberspringen können. 32% sind es schon. Oh nein. Ach so, da. Oh nein. Jetzt habe ich vergessen, die Hexen zu benutzen. Das ist nicht so optimal. Genau. Ah nein. Fuck. Die Hexen laufen nach außen, oder? Ne, die machen die Mauer kaputt und die Skeletons arbeiten dahin noch ein bisschen weiter. Bogenschützenkönigin können wir noch zünden. Die macht gerade die Bohrer kaputt. 55% haben wir noch. Der Sprungzauber ist noch da. Level 2er Sprungzauber, man merkt den Unterschied. 20 Sekunden mehr. Das kann manchmal schon wirklich einen großen Vorteil machen. Kann ein Vorteil sein. Der Packer
tankt der Bogenschützenkönigin jetzt ein bisschen. Und der kleine Mini-Golem versucht es auch. Oh, es ist nicht putzig, wie der kleine Mini-Golem der Bogenschützenkönigin hilft. Jetzt geht die Bogenschützenkönigin aufs Lager. Werden es 3 Sterne? Das ist hier die große Frage. Der Barbarenkönig lebt sogar auch noch, um ein bisschen die Außengebäude kaputt zu machen. Bogenschützenkönigin können wir noch zünden. Der Bogenschützenturm geht auf die Bogenschützenkönigin. Wir zünden die Bogenschützenkönigin jetzt mal. Das ist die Frage, ob wir dies noch schaffen. Wir haben auch noch 16 Bogenschützen, womit wir hier noch ein bisschen aufräumen können. Damit es von der Zeit her nicht so knapp wird. Werden es 3 Sterne? Momentan sieht es eigentlich noch relativ gut aus. Die Bogenschützenkönigin hat noch die Hälfte des Lebens. Was wirklich nicht schlecht ist. Es leben noch alle 3 Päcker. Das wären 3 Sterne. Bam, Junge. Damit habe ich mein Clan gezeigt, dass ich angreifen kann. Im Übrigen, mein neuer Clan heißt Eisblum. Über 30 Member drin. Falls ihr auch reinjoinen wollt, ich kann euch ja mal gleich den Clan so zeigen, wie der so aussieht und so. Ja, lockere 3 Sterne. Bam, Junge. Bam, 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 Junge. Waren zwar nur der 5., ich bin der 3., aber das muss man auch erstmal schaffen. Waren eigentlich eine What-the-fuck-Base, beziehungsweise... Kann man das Hybrid-Base nennen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben jetzt 10 Angriffe, 23 Sterne. Das sieht doch richtig nice aus. Gut, Geddon. Danke. Viele Angriffe sind im Video. Kleines Indiz an ihn, dass ich gerade aufnehme. Ach, das ist wieder relativ geil, wenn man so einen Squeeze da schafft bei einem Raswell 9er. Ist auch nicht selbstverständlich, aber naja. Gucken wir mal rein. Also der Clan Eisblum, der Hashtag-Kürzel, Hashtag 8RJR898. Benötigte Trophäen 200. Also man kann auch schon mit relativ niedrigem Level rein. Wenn ihr rein wollt, ist immer Dauer-CB. Ich weiß nicht, ob immer alle mitmachen wollen, aber... ich habe jetzt mitgemacht, war nur ein 15er CB. Natürlich hättest du die Golem-Sex ein bisschen effektiver setzen können. Anne hat er ja gereicht. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe den ein bisschen blöde gesetzt. Ich will auch nicht weiterschreiben. Ich will nur sagen, das war's dann mit dem heutigen Part von Clash of Clans. Mal wieder eine CB-Folge. Ich finde CB-Folgen immer richtig chillig. Weil mir CBs einfach viel Spaß machen. Einfach das Feeling, wenn man so einen Sweet da geschafft hat, ist einfach mega geil. Dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Part von Clash of Clans. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.